Hallo zusammen. In meinem letzten kleinen Video habe ich euch gezeigt, was man alles mit dem Fußtaster so anfangen kann. Ich wollte euch ergänzend dazu auch noch einen Tipp zum Volumepedal geben. Ich habe also an den zweiten Anschluss des Keyboards ein Volumepedal angeschlossen. Das benutzt man zum Beispiel bei dem Orgelspiel. Bei der modernen Orgel ist charakteristisch, dass man ständig die Lautstärke anpasst. Problem ist natürlich, wenn ich dabei einen Rhythmus spiele und ständig mit dem Volumepedal arbeite, dass auch der Rhythmus leiser wird. Das lässt sich ganz einfach verhindern. Über die Taste Funktion gelange ich in das Menü, wähle Controller. Ihr seht, auf dem zweiten Pedalanschluss habe ich mein Volumepedal hingelegt. Und hier unten mit der Reihe kann ich nun bestimmen, auf welche Registergruppen dieses Volumepedal wirken soll oder nicht. Im Moment wirkt es auf Songs, Styles, Pad, Mikrofon und so weiter. Das schalte ich aus und jetzt ist mein Volumepedal nur noch konzentriert auf Reit 1 und Reit 2. Der Style läuft in der gleichen Lautstärke weiter.